Und da ist mir dann im Krankenhaus, wo ich so drüber nachgedacht habe, nochmal bewusst geworden, es geht vor allem um eine Geschichte im Leben, nämlich übernehme immer die volle Verantwortung für dein Leben. Was für ein ekelhaftes Geräusch. Dieser langgezogene, durchdringende Pfeifton. Und ich kann euch sagen, das Geräusch wird noch deutlich ekelhafter, wenn du realisierst, dass es dein eigenes Herz ist, das aufgehört hat zu schlagen. Ich habe das erlebt vor ziemlich genau 5 Jahren, am 6.9.2014. Aber ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen mit der Geschichte. Der 6.9. war ein Samstag und am Dienstagabend hatte ich einen Vortrag in Salzburg mit 3 tollen Kollegen. Wir haben noch ein bisschen gefeiert und am Mittwoch darauf bin ich dann nach Hause gefahren. Und wie ich zu Hause angekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich so ein leichtes Ziehen im Rücken habe. So zwischen dem rechten Schulterblatt und der Wirbelsäule. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr so drauf seid, aber wenn ich nach 3 Stunden Autofahrt ein leichtes Ziehen im Rücken habe, dann mache ich mir keine großen Gedanken. Ich bin dann abends ins Bett, Donnerstag in der Früh mit dem ersten Flieger nach Düsseldorf. Sorry, ja, ich weiß, man fliegt nicht nach Düsseldorf, aber ja. Und war da gebucht auf einer Messe mit einem Kunden. Und die Schmerzen, oder ja, es wurden dann schon Schmerzen in meinem Rücken, wurden tatsächlich über den Lauf des Donnerstags immer stärker. Am Donnerstagabend habe ich dann auf die Einladung des Kunden verzichtet, mit zum Bowlen zu gehen. Bin stattdessen in mein Hotelzimmer und habe da tolle Übungen gemacht. Nein, stellt euch jetzt nicht vor, wie ich auf dem Hotelzimmerboden rumkuller und so. Bin am Freitag wieder auf die Messe gegangen und in der Messehalle waren so 17 Grad, also recht kühl. Und ich habe dort geschwitzt wie noch nie in meinem Leben. Am Freitagabend bin ich nach Hause geflogen, nach München. Meine Frau holt mich vom Flughafen ab und mir ging es gut. Keine Schmerzen, kein Schwitzen, da war die Diagnose klar. Mir hat die bayerische Luft gefehlt. Das hielt leider nur bis Samstag früh und da bin ich von den Schmerzen aufgewacht und habe meine Frau gebeten, mich mal in die Notaufnahme zu fahren. Ich dachte mir, ich kriege irgendeine Spritze, so Muskelrelaxanz und dann laufe ich da wieder raus. Und da musste ich das Erste lernen. Wenn du auf den eigenen Beinen in die Notaufnahme gehst, die nehmen dich nicht ernst. Ich habe nach 2 Stunden Warten meine Frau gebeten, sie möge in die Apotheke fahren und mir Schmerzmittel bringen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich wusste nicht mehr, wie ich stehen, sitzen oder liegen soll. Ich habe dann auch alle auf einmal genommen, hat nichts geholfen. Und nach 3,5 Stunden war ich dran. Kam zu einem jungen Arzt, habe gesagt, ich habe Rückenschmerzen, brauche irgendwie was für die Muskeln und so. Sagt er, ja, klopfte mir 5-mal auf den Rücken, sagt, oh, legen Sie sich mal hin, wir machen ein EKG. Und jetzt muss ich euch ein bisschen was Peinliches von mir verraten. In Situationen, die mir Angst machen und die ich nicht unter Kontrolle habe, fange ich an, dumme Sprüche zu machen. Und der Arzt sagte also zu mir, legen Sie sich hin, wir machen ein EKG. Sag ich, EKG bei Rückenschmerzen, wo haben Sie denn studiert? Der hat mir das Gott sei Dank nicht übel genommen und hat mich da verkabelt. Irgendwann kam, ich weiß nicht, nach einer Minute oder so eine Ärztin vorbei, schaute sich diesen EKG-Ausdruck an und Freunde, dann ging es ab. Wie bei Emergency Room. Die hat nur noch Kommandos gegeben, 5 Leute um mich rum, hier einen Zugang gelegt, da einen Zugang gelegt, Kabel überall angeschlossen, irgendwelche Saugnäpfe an meine Füße und unfassbar. Ich lag so da, dachte mir, wow, hier geht's rund. Ich habe dann auch mal gefragt, Entschuldigung, Frau Doktor, ist das was Ernstes? Und dann sagte sie zu mir, Sie haben einen akuten Herzinfarkt, es ist allerhöchste Zeit, wir müssen sofort operieren. Und die haben mich in diesem Bettchen, in dem ich dann schon lag, wirklich im Laufschritt haben die mich rausgeschoben. Könnt ihr euch vorstellen,
Im Laufschritt haben die mich rausgeschoben. Da draußen saß meine Frau und im Vorbeigehen habe ich gesagt, ich habe einen Herzinfarkt. Dann lag ich da auf dem OP-Tisch und die haben mir über die Leiste so einen Katheter geschoben. Das ist total interessant, das sind so Monitore, kann man auch selber zuschauen und so. Und ich habe dummerweise anscheinend wieder mit meinen Sprüchen weitergemacht. Denn irgendwann hörte ich den operierenden Arzt zu seiner Assistentin sagen, oh mein Gott, sedieren Sie den Vogel, ich kann mich nicht konzentrieren. Irgendwann war dann alles vorbei, der sagte, jo, alles soweit gut. Und ich habe mich einfach aufgesetzt auf diesem Tisch. Er sagte, was machen Sie denn? Sag ich, ja, Sie haben doch gerade gesagt, alles gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. Sagte, Sie wollen was? Sag ich, ja, ich habe mir das so vorgestellt wie bei so einem Rohrreinigungsservice. Wenn das Rohr wieder frei ist, fahren die ja auch wieder. Dann hat er mich ausgetrickst. Da fragt mich der Arzt, Ihr wievielter Herzinfarkt ist das? Sag ich, mein erster. Sagt er, sehen Sie mein 500. Sie machen, was ich sage. Dann erzählte der mir, ich soll 2 Tage auf die Intensivstation sein. Wie Intensivstation? Da liegen doch die Kranken. Ja, er ließ nicht mit sich verhandeln. Und als ich dann so ungefähr 1 Stunde auf der Intensivstation lag, da wurde es mir ein bisschen komisch. Aber ich bin auch so ein Typ, ne, hier, immer der Starke, ich klingel ja nicht. Und das hat dann das Gerät für mich übernommen. Denn das war genau der Punkt, wo ich diesen blöden, ekelhaften Ton gehört hat. Da hat mein Herz dann gesagt, okay, das war anstrengend genug, ich gönne mir eine Pause und hat aufgehört zu schlagen. Ich wurde dann reanimiert und irgendwann guckte ich, als ich die Augen öffnete, in das Gesicht einer sehr hübschen Ärztin und wurde begrüßt mit den Worten, da sind Sie ja wieder. Und natürlich, wenn man sowas erlebt hat und damit auch relativ offen umgeht, also ich habe tatsächlich auf dem Weg in den OP auf Facebook gepostet, Herzinfarkt ich, das kriegen doch nur die anderen. Und wenn man da relativ offen mit umgeht, fragen einen die Menschen sehr viel. Und ich möchte euch ein paar Fragen gerne beantworten. Also die erste Frage, die mir immer gestellt wurde, ist das wirklich so, dass man sich dann selber sieht und von oben und so? Ja. Ich habe genau gesehen, was um mein Bett rum los war. Ich konnte genau sagen, wie viel Atropin die gerade aufgezogen haben, auf wie viel den Defibrillator eingestellt haben. Habe ich alles mitgekriegt. Ich konnte nur nichts tun. Und dann fragen mich auch viele, was war das denn für ein Gefühl? Oh, das war wunderschön. Das war toll, das war leicht und entspannt. Und ich möchte keine Werbung machen, ja, aber man braucht auch keine Angst davor zu haben. Es war wirklich ein angenehmes Gefühl. Das war toll. Eine andere Frage, die immer kommt, ist das wahr, dass dann so das Leben als Film vor den Augen abläuft? Hier habe ich auch eine gute Nachricht für euch. Zum Glück nicht das ganze Leben. Auf die 4 Tage Magen-Darm in Ägypten kann ich in der Situation echt verzichten. Ja? Aber die Highlights, die Sachen, die mich tatsächlich besonders berührt haben. Und ich war vor meinem Herzinfarkt, das war in der Ankündigung so ein bisschen auch zu erkennen, ich war so ein Typ, mein Haus, mein Boot, mein Auto, höher, schneller, weiter, ja, wo ich bin, ist vorne und wenn ich hinten bin, ist hinten vorne. Und nichts von alledem habe ich in dem Moment, wo mein Herz nicht geschlagen hat, gesehen. Gesehen habe ich Momente, die mich berührt haben, die tief gegangen sind. Ich habe nicht meinen Kontostand gesehen oder meine Autos oder sonst irgendwas. Ich habe die Situation mit meiner Frau vorm Traualtar gesehen. Ich habe Abende mit Freunden gesehen, wo wir zusammensaßen und einfach tolle Gespräche hatten oder schöne Erlebnisse miteinander teilen konnten. Das war das, was mein Leben mir nochmal gezeigt hat, als es vielleicht hätte vorbei sein können. Und eine andere Frage, die mir immer wieder gestellt wird, war die Frage, sag mal, hast du denn gar nichts vorher gemerkt? Super intelligente Frage, was soll ich denn darauf antworten? Doch, ich wusste Bescheid, aber ich wollte es mal ausprobieren. Oder? Also ich habe es
nicht wirklich gemerkt, aber ich hatte quasi alle Anzeichen, die man so haben kann. Und ich habe euch die mal mitgebracht. Die Anzeichen sind wirklich Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit. Du wirst immer krank, wenn du Urlaub hast. Du bist gereizt und unkonzentriert. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man mal einen schlechten Tag hat, sondern wirklich, wenn das der Dauerzustand ist. Ja, also ich konnte die Uhr danach stellen, wenn mein Körper gesehen hat, aha, Montag fängt der Urlaub an, wurde ich krank. Ja, ich habe mir selber eingeredet, 3 Stunden Schlaf pro Nacht, mehr brauche ich nicht. Ja, antriebslos, wenn ich wirklich mal einen Tag frei hatte, ich stand wie so der auf ausgeschaltete Duracell-Hase, saß ich so auf dem Sofa und war zu nichts mehr fähig. Das alles habe ich schon gemerkt, aber ich wusste nicht, wo es hinführt. Und wenn mich Menschen angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, mach mal ein bisschen langsamer, komm mal ein bisschen runter, erhol dich mal ein bisschen mehr, dann habe ich gesagt, ja, danke, dass du dich um mich sorgst. Und gedacht habe ich mir, mir kann das ja nicht passieren. Arrogant, ne? Vielleicht auch ein bisschen doof, aber genau so war es. Und dann habe ich mich aber im Krankenhaus auch dran erinnert, anscheinend hat irgendwas in mir schon lange vorher gemerkt, so kann ich nicht weitermachen. Denn ich habe mich dran erinnert, dass ich ein paar Mal schon versucht habe, meine Schlagzahl, meine 200 Hotelnächte einfach zu reduzieren und zu verändern. Und ich habe das als erstes Mal damit probiert, dass ich so meine Kunden, die den geringsten Umsatz gemacht haben, habe ich dann abgegeben. Dann hatte ich ein bisschen Zeit in meinem Kalender, das war super, bis meine verbleibenden Kunden das gemerkt haben und diese Zeit gebucht haben. Dann hatte ich weniger Kunden, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Doofe Variante. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, mach's anders, du musst teurer werden. Dann buchen dich weniger und dann funktioniert das. Habe ich also meine Preise angehoben. Tatsächlich haben dann auch ein paar Kunden gesagt, oh, jetzt beenden wir die Zusammenarbeit. Aber die Verbliebenen haben gesagt, oh, du hast mehr Zeit für uns, super, wir buchen dich. Jetzt hatte ich wieder keine Zeit, aber ich hatte mehr Geld. Das war ja auch nicht so schlecht. Und dann habe ich mir überlegt, ich müsste das eigentlich nochmal machen. Und das habe ich mich nicht getraut. Und das ist etwas, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, also dieses mit dem Reduzieren, das funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Ganz einfach, weil ich zu bequem, zu ängstlich und zu inkonsequent war in meiner Handlung. Ich war zu bequem, weil es war so toll. Ne? Du machst dich selbstständig und hast irgendwann den Punkt erreicht, wo du nicht mehr irgendwie dem Kunden hinterherlaufen musst, sondern wo die Kunden dir hinterherlaufen. Wenn ein Kunde bei mir angerufen hat, habe ich ihm gesagt, okay, in 9 Monaten können wir über den ersten Termin reden. Tolle Situation, da wirst du bequem. Ängstlich, ich habe mich nicht ein weiteres Mal getraut, meine Preise anzuheben, weil ich dann doch dachte, wenn das schief geht, ist auch nicht mehr so gut. Ja? Und damit wurde ich inkonsequent und habe diesen Weg einfach nicht mehr weiter verfolgt. Und da ist mir dann im Krankenhaus, wo ich so drüber nachgedacht habe, nochmal bewusst geworden, es geht vor allem um eine Geschichte im Leben, nämlich übernehme immer die volle Verantwortung für dein Leben. Und das habe ich dann meinem Freund erzählt, sagte er, ja, aber wie willst du denn die Verantwortung für einen Herzinfarkt übernehmen? Das ist sicherlich genetisch vorbelastet. Und sag ich, ja, wir können uns das schönreden, aber Fakt ist, ich hatte damals 35 Kilo mehr, ich habe mich total wenig bewegt und habe das alles irgendwie für mich selber entschuldigt und habe da eben nicht die Verantwortung dafür übernommen. Und dann im Laufe so der Reha und dem, was ich dann so alles machen konnte, bin ich noch auf was anderes gekommen, weil mit dieser vollen Verantwortung habe ich gedacht, aber was ist es denn, was mich da immer so antreibt und was ist das, was mich da immer so nach vorne pusht? Und da bin ich auf 3, manche sagen Überzeugungen, andere sagen Glaubenssätze dazu, auf 3 Glaubenssätze gekommen, wo ich dann erst gemerkt habe, wie schädlich die für mich waren. Und die habe ich euch mitgebracht. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Mein erster Glaubenssatz, der mich da in diesen Herzinfarkt reingetrieben hat, war, ohne dich geht es nicht. Egal wie gut mein Büro lief, egal wie gut meine Mitarbeiter performt haben,
Ich habe immer gedacht, wenn ich nicht das Kopierpapier bestelle, dann ist es aus. Ja? Das Gleiche habe ich natürlich gedacht, was, ach, wenn ich meinen Kunden sage, oh, ich komme nicht selber, sondern Trainer von mir, ist es aus. Also ganz egal, was war, ich hatte immer so diese Überzeugung, ohne dich geht es nicht. Das Resultat davon ist natürlich was, man macht immer alles selber. Ja, und dann kommen so lustige Sprüche, ja, bist ja selbstständig, heißt ja selbst und ständig. Ja, aber es treibt dich genau dahin, wo du eigentlich gar nicht hin willst oder wo ich zumindest nicht hin wollte. Der zweite, oder das, die zweite Überzeugung, die ich hatte, der zweite Glaubenssatz war, ein Nein bedeutet das Ende. Was meine ich damit? Ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen. Auch zu meinen, oder vor allem zu meinen Kunden nicht. Und es hat dann ganz abstruse Formen angenommen. Selbst wenn ich Nein sagen wollte, habe ich mich das nicht getraut. Ich weiß noch genau eine Situation, mich rief ein Herr an und sagt, ah, Sie sind uns empfohlen worden, wollen unbedingt mit Ihnen zusammenarbeiten. Da sage ich, ja, können wir gerne machen. Das war im März, rief der mich an. Sag ich, können wir gerne machen, so ab September können wir darüber reden. Da habe ich dann die erste Lücke im Kalender. Sagt er, nö, das ist keine Option. Sag ich, wie, das ist keine Option? Das ist in meinem Kalender halt. Sagt er, nee, denken Sie sich was aus, wie Sie das vorher realisieren. Und anstatt einfach konsequent bei dem Nein zu bleiben, das geht halt nicht, habe ich dem den Vorschlag gemacht, sage ich, ja Mensch, an dem und dem Tag, das ist ein Donnerstag, fahre ich etwa so um 18 Uhr in Hamburg los, das heißt, ich wäre so gegen 22 Uhr, würde ich an Fulda vorbeifahren, wo er saß, sage ich, da könnte ich zu Ihnen kommen, können wir ein Meeting machen. Dann sagt er, okay. Ich habe das durchgezogen, da war der gesamte Vorstand von der Firma, 5 Mann hoch saßen um 22 Uhr da. Ne? Und ich habe mir dann gedacht, Mensch, also wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Dann war mir klar, jetzt muss ich so einen exorbitant hohen Preis aufrufen, dass die hier alle vom Stuhl fallen und mich rausschmeißen. Ist ja logisch, ne? Habe dann den dreifachen Tagessatz genommen und während der Finanzvorstand mit Schnappatmung vom Stuhl glitt, hat der Vorstandsvorsitzende gesagt, ja, machen wir. Also, alles nur, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen. Und der dritte und letzte, und den hat, ich glaube, Mr. Hamsterrad persönlich erfunden, nur wenn du was leistest, bist du was wert. Die Definition der eigenen Persönlichkeit ausschließlich über Leistung. Und das Resultat konnte ich dann am 6.9.2014 ganz gut erkennen durch die Reanimation. Und eines ist mir klar geworden, wenn es jetzt besonders stressig wird, wenn jetzt richtig was los ist bei mir, ich habe jetzt auch viel Spaß am Arbeiten, ich bin nicht mehr so viel auf Reisen, mache jetzt alles online. Und wenn es besonders stressig wird, dann nehme ich mir immer mindestens einen Tag, den ich nur für mich nutze. Da ist auch das Handy aus. Und nur für mich heißt eben nicht, dann mit der Familie was machen, sondern wirklich nur für mich reflektiere, was ich tue, schaue, welcher meiner Glaubenssätze, welche meiner Überzeugungen mich hier jetzt gerade wieder antreiben und schaue dann, dass ich das sofort verändere. Denn eines ist mein Motto geworden, seit ich den Herzinfarkt hatte. Leben duldet keinen Aufschub. Dankeschön. Martin Sänger.